So, ein letzter Blick. Unser Lager, alles sauber. Wir haben sogar noch mehr Müll mitgenommen, als sein soll. Ja, unsere kleine Feuerstelle. Nicht Feuerstelle, Kochstelle. Lassen wir so stehen. Ja, Schatz, alles sauber, wa? So, damit sind wir wieder auf unserem Track. Es geht jetzt für uns weiter nach Banyal Bufar. Bist du wieder hoch? Mhm. Ja, da steht es geschrieben. Da steht es geschrieben. Banyal Bufar. 1 Stunde 25. Ungefähr 5 Kilometer. Da decken wir uns dann wieder ein bisschen mit Essen ein. Und trinken. Und trinken, genau. Die Rucksäcke sind auch schon wieder gefühlt ein bisschen leichter geworden. Und oh, da kommt ein Trailrunner. Meine ich doch, ne? Den haben wir gestern auch schon gesehen. Der riecht so gut. Hä? Der riecht so gut. Der riecht so gut. Ja, ja. Also ist er frisch geduscht, das heißt, der kann nur aus dem Hotel kommen oder ja, so. Ja. Ne? Also ich rieche nicht so gut. Das muss dazu gesagt werden. Ist eher wie ein Schäfchen. Ne? Wie ein Schäfchen. Aha. Ein Schäfchen. Oh, das kann ich gar nicht ertragen. Und damit sind wir offiziell eingesperrt. Mit den Ziegen und den Schafen und was hier immer noch so fleucht und kreucht. Schön, aber hier ist kein Kaffee. Ich will meinen Kaffee. Ah, geile Aussicht. Aber kein Kaffee. Oh, geil, schön. Aber kein Kaffee. Ein paar hundert Meter weiter bekamen wir dann auch endlich unseren Kaffee. Ein Baguette und dazu sogar noch ein schönes, leckeres Stück Kuchen. Wir schrauben uns gerade mal wieder einen Anstieg hoch. Wir verlassen jetzt Este, nee, warte mal, Banyafur? Ah, ich glaube, das hieß anders, aber irgendwas so. Banyabufar. Oh. Banyabufar. Ist jetzt irgendwo am Fuße dort hinten von diesem Berg hier. Und haben jetzt ungefähr 8 Kilometer, wenn überhaupt, bis in die nächste Ortschaft. Das ist aber Estelenses? Nee, da waren wir schon. Achso. Espoles, glaube ich. Espoles. Ah ja, okay. Doch, irgendwie so heißt das. Wir haben sogar ein Solarpanel dabei. Und zwar wird das Ganze mittels der mitgelieferten Karabiner ist hinten am Rucksack festgemacht. Ob es funktioniert, wir wissen es nicht. War bloß mal wieder so eine Idee von mir. Und ja, wieder völlig falsch gemacht. Kommt nicht so rum ran. Da kommt das ganze Ding hier ran. Zack, die Bohne. Damit hier oben am Schlafsack ran. Am Rucksack. So. Und das Ganze kann man dann hier unten auch mal befestigen. Ah, es pustet wieder ganz schön. Wo ist das Akku? Das Akku ist jetzt hier hinter. Jetzt hier hinter ist das dran. Ach ja, alles klar, cool. Ist ein bisschen reingeklemmt. Ne? Geil. Gut, dann setzen wir das Ding mal auf, mal gucken, wie das Ganze aussieht. Ach, das ist scheiße schwer, ne? Hat hier jetzt schon 20 Kilo abgenommen, die Hose sitzt überhaupt nicht mehr. So, und? Sensationell. Richtig cool. Ja, und so schrauben wir uns hier den Berg hoch.
Wir suchen uns jetzt gerade ein Plätzchen, wo wir unser Obst vernichten können. Da freuen wir uns schon mega drauf. Oh, die Orange. Oh. Hier niederlassen. Ja, erstmal die Stöcker weg. Es ist immer noch sehr windig. Ja, unsere gemopsten, unsere gekauften. Mhm. Geil, ne? Ja. Schön erfrischend. Mhm. Leute, wir sind in Esporles, heißt das Nest, glaube ich, hier. Wir werden gerade wieder einkaufen. Ein paar Leckereien, Käffchen, Wasser, Brot, ein bisschen Aufschnitt. Ah, erst wir runterkommen und dann, ja, ich weiß nicht, ob wir schon einen Schlafplatz suchen wollen, aber wir müssen doch erstmal aus der Stadt raus, ne? Raus hier. Genau, erstmal raus und dann, dann schauen wir mal. Und da oben, ja, anscheinend ist hier wohl irgendwie mal ein Fest gewesen. Das haben wir schon gesehen. Da lag überall hier so Konfetti rum. Da lag Konfetti rum und alles. Und ach, hier wird wüst Fußball gespielt. Neue Weltmeister, die neuen Weltmeister. Und? Wie ist es? Mhm. Per Esporles. So, Esporles. Ja, da sind wir. Mit unseren Stöckern. Wie gesagt, wir haben gerade eingekauft. Und es ist jetzt 3:30, glaube ich. Das muss ich mal so langsam wieder irgendwann ein kleines Schlafplätzchen suchen. Es sind ungefähr 9 Kilometer bis nach Valdemossa. Das ist unser Ziel morgen, oder unser Ziel, unsere Richtung morgen. Und ja, da können wir heute bestimmt schon ein paar Kilometer machen, weil wir haben da auf jeden Fall einen fetten Anstieg drin. Und der wird nicht ganz ohne werden. Mit dem Auto? Ja, wir haben unseren Schlafplatz erreicht. Wir haben noch die letzten Schritte. Wir sind noch die letzten Schritte mit einer jungen Frau gegangen. Hat uns noch mal einen Tipp gegeben für eine App, mit der man diesen Weg richtig gut gehen kann, auf der auch alle Schlafplätze eingezeichnet sind. Und ja, die hat jetzt hier oben ein Zelt bei uns aufgebaut in der Nähe. Aber jetzt gehen wir erstmal hoch. Ich zeige euch fix den Platz. So, und hier ist jetzt nochmal unser Platz. Dort oben ist übrigens das Zelt von unserer neuen Bekannten Katja. Und da sind noch zwei Mitstreiter, die wir die ganze Zeit nicht mehr gesehen haben auf unseren Track, jetzt wieder getroffen haben. Denen geht's auch gut. Sehr gut. Guck mal, hast du gesehen, was den Staub reinkommt hier? Sag ich doch. Ach, du ahnst es nicht. Ja, wir sind hier gerade mitten in einem schönen Sturm. Gott sei Dank regnet es nicht, aber es stürmt ganz schön da draußen. Also, ich musste gerade noch mal raus, noch mal ein paar Seile spannen, dass uns das ganze Zelt hier nicht platt drückt. Ja, und so
Da kann man sehen. Pustet der Sturm? Pustet der Sturm? Der Sturm? Ich kann schon nicht mehr sprechen. Hier, ja, ganz schön Staub hier rein. Oh ja, hier Schatz, hast du das Licht, kannst du weiter lesen. Ja Leute, damit sind wir raus für heute. Wir sehen uns morgen. Gehabt euch wohl. Bis dann. Ja Leute, und damit einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir verlassen unseren Platz. Da ist das Zeichen. Da geht's lang für uns. Da hoch. Jetzt haben wir wieder einen kleinen Anstieg vor uns, bevor wir dann irgendwann nach 5 Kilometern in Valdemosa sind. Valdemosa. Und jetzt suchen wir gerade wieder den Weg. Ich würde mal sagen, ja genau, guck mal, hier sind so kleine Steine drin im Weg. Ja, Wegfindung. Gut, wir müssen erstmal nach dem Weg gucken. Jetzt muss ich euch einfach nochmal diesen schönen Wald hier zeigen. Also ich könnte euch eigentlich ständig was Schönes zeigen, aber ich glaube, so viel Speicherplatz haben wir gar nicht dabei, weil das einfach alles so toll hier ist. Diese Mischung aus diesen ganzen Felsen hier, diese geilen Bäume. Guck mal, hier sieht ein schöner Lagerplatz. Ja. Top, ne? Also wieder für gemacht. Obwohl es ja verboten ist. Möchte man hier nochmal betonen. Genau, es ist verboten. Wir hatten bis jetzt auch in den Tagen, wie wir jetzt hier sind, keinerlei Kontakt zu irgendwelchen Leuten, die was dagegen hatten. Also wir haben so viele andere Hiker hier getroffen, die das genauso machen wie wir auch. Spätabends aufbauen, weg vom Weg, ruhig verhalten, Müll mitnehmen und dann ist das alles auch kein Problem. Oder? Für uns nicht, ja. Für uns nicht, nee, das stimmt, ja. Warte mal. Hör mal, das gucken wir uns mal an. Mal kurz Stöcker weg. Das können wir auf jeden Fall aufmachen. Ist ein Eimer? Ja, das ist auf jeden Fall. Süß oder Salz? Das ist halt komisch. Aber irgendwie zeigt uns das, was wir haben. Ja, hier rüber. Echt jetzt? Ja. Boah, weißt du, dass das richtig ist? Ja, du, ich vermute das. Auf dem nächsten Berg. Da hinten geht es jetzt weiter in diese Richtung da oben noch. Und dann geht's näher darunter, wieder nach Valdemosa. Wuhu!
wieder das alltägliche Prozedere. Einkaufen, trinken, essen, alles verstauen. Und dann geht's wieder weiter. Oh, den Kaffee trinken wir gleich, ne? Ja. Ja. Den trinken wir gleich. Soll ich beide nehmen, oder? Ich nehme die. Du kannst ja gucken, wo du das noch hinpackst, alles. Okay. Ich will nicht, dass du weinst wieder. Das schneide ich hier wieder raus. Das Wein schneidest du immer raus? Ja. Und so ging unsere Reise weiter durch dieses malerische Örtchen, dessen Architektur auch heute noch an die alten Römer erinnert. Denn zur Zeit der Antike befand sich die Insel unter der Herrschaft der Römer. Ja, wir befinden uns jetzt aktuell wieder auf dem GR221 Richtung Deja. Deja. Dazu heißt es erstmal wieder ein unwahrscheinlich einen hohen Berg besteigen. Wo sind da? Und nee, da ganz hinten um diesen Berg ein Stück rum, dann hoch und auf der anderen Seite wieder runter. Bis nach Deja sind es glaube ich jetzt noch 12 Kilometer. Und ich glaube nicht, dass wir das heute auch erreichen werden. Wir werden auf jeden Fall vielleicht auf halber Höhe mal schauen, ein Lager suchen. Und können dann morgen schön die letzten Höhenmeter ausgeruht angehen. Das müssen wir jetzt mal herausheben, also, wie geil Trekkingstöcke sind. Also das war unser Gamechanger, muss ich jetzt nochmal sagen. Das ist so geil, das nimmt so viel Last aus den Beinen, gerade beim Bergab gehen. Ich glaube, wir haben schon tausendmal gesagt, aber wir müssen es einfach nochmal erwähnen. Ja? Aber nicht vor der Kamera. Nicht vor der Kamera? Nee. Nee. Gut, dann nicht. Also, jetzt haben wir sie gewürdigt. Wir lieben unsere Trekkingstöcke. Ach, jetzt kommt wieder ein Tor. Schatz, öffne uns mal das Tor, bitte. Ja. Ja, sowas ist dann auch immer noch zwischendurch. Zack, gehen wir mal durch. Auch mal wieder schließen. Ja, ist okay. Ja. Langsam sind wir auch oben auf dem Berg angekommen, was natürlich die Lagerplatzsuche unwahrscheinlich erschwert. Ihr seht, hier sind wieder nur große Steine, alles schief. Hier kann man nicht wirklich was finden. Aber mal schauen. Oben. Wahnsinn. Eine Aussicht. Der Wind ist arschkalt. Oh, jetzt wo du so durchgeschwitzt bist, es ist schon kühl. Es ist kühl, ey. Und es ist kalt. Ich empfinde es als kalt. So. Wie du das empfindest, ist mir ziemlich egal. Ne? Jetzt geht's runter, da lang, bevor es da hinten irgendwo wieder in den Abstieg geht. Ich hoffe mal, dass wir bis dahin was gefunden haben, wo wir pennen können. So, und wir haben gerade auf unserer Platzsuche einen Platz haben wir gefunden. Hat die Mausi gefunden. Aber sie hat auch eine Höhle gefunden. Ja. Ob man da reingehen kann, schwimmen kann? Komm, wir gucken mal. Meinst du nicht? Komm, wir gucken mal einfach rein da. Es geht gar nicht weiter.
bis hier. Das ist ein kleiner Raum. Okay. Und wie ist tief? Wie tief? Das Wasser ist nicht tief. Es spiegelt sich nur, ne? Das sieht abgestanden aus. Hier liegen auch Knochen drin. Guck mal. What the fuck? Was ist das? Nee. Tiere reingefallen, keine Ahnung. Meinst du? Oder wurden hier Menschen geopfert? Ich kann doch nicht aufhören. Da bin ich kein Menschenschädel drin. Aber guck mal hier hinten. Da geht es bestimmt noch weiter hin. Oh. Das sind so Tropfsteine, ja. Hier oben auch. Kannst du das sehen? Ja. Kann man das sehen? Da oben. Ja, und nicht unweit der Höhle, in der die Schafe ihre eigenen Schafe opfern, ja, haben wir uns unser Lager aufgebaut. Wir sind schon fleißig am Essen. Gleich gibt es noch ein schönes Tütchen. Und ja, wir sind auch ziemlich alleine. Ich habe gerade mal auf die Karte geguckt. Wir sind hier ungefähr auf 900 Meter Höhe. Und Wetter ist auch diesmal schön. Wir haben keinen Sturm, so wie letzte Nacht. Also von daher wird das wohl eine richtig ruhige Nacht werden. Ja, Mosi, ein kleines Fazit noch ganz schnell, oder? Nö, der Tag war wieder sehr schön, möchte ich meinen. Ja, also körperlich war es echt heftig. Ja, zwei große Berganstiege diesmal dabei. Ja. Zwei Stück. Ein hoch auf unsere Stöcke. Ja, die Stöcke. Die haben sie wieder rausgerissen. Oh. Ne? Ja, aber tolle Aussichten wieder genossen. Ja. Tolle Landschaften. Das stimmt. Tolles Wetter. Ach, es war wieder wunderschön. Ja. Wir hauen uns ja wieder in die Schlafsäcke. Und ja, hier oben ist auch eh kein Empfang. Du kannst ja eh nichts machen mit dem Telefon. Von daher rein im Schlafsack, schlafen, ausschlafen bis morgen früh und dann. In diesem Sinne wünschen wir euch mit dieser Aussicht einen schönen Abend. Gehabt euch wohl. Wir sehen uns morgen früh. Gute Nacht.